So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Egglog. Und bevor wir anfangen, möchte ich zwei Sachen loswerden. Nummer 1, ihr seht im Hintergrund gerade ein Grabbit. Falls ihr in der Egglog aufgepasst habt, sollte euch bekannt sein, dass dieses Grabbit eigentlich Pinechapel hieß. Ich habe es jetzt allerdings umbenannt in Don Kapfe, und zwar aus gutem Grund. Nämlich der gute Pinechapel hat gemeint, er muss unter einen Wi-Fi-Battle drunter schreiben, dass Hansi ein besseres Commentary machen könnte als Present der Huan. Und Huan steht für Hurensohn. Dann habe ich ihn mal gefragt, warum man ihn gleich als Hurensohn bezeichnen muss. Und er fand es jedenfalls ganz witzig, wie es aussieht, und hat gesagt, es ist seine Meinung. Wo er wahrscheinlich keine Ahnung hat, warum funktioniert denn das gerade so? Wo er wahrscheinlich keine Ahnung hat, ist, dass Meinung dann nichts mehr mit Beleidigen zu tun hat. Und er hat es auch nicht eingesehen. Und deswegen, Pinechapel, ich denke mal, du wirst das Video sehen. Du hast ja die Egglog auch verfolgt. Tu mir einfach einen Gefallen, deabonniere mich. Verpiss dich, weil sowas wie dich brauche ich echt nicht. Wenn du jemanden als Hurensohn bezeichnest, weil du ihn nicht magst. Weil, weißt, er hat gesagt, weil ihm die Stimme auf den Sack geht. Ja, okay, dann guck ihn doch nicht. Aber musst du ihn deswegen als Hurensohn bezeichnen? Und Huren heißt Hurensohn. Hat er nämlich auch gesagt. Er hat nicht Hurensohn gesagt, er hat Huren gesagt. Ja, genau. Bastard. Und dann kommen wir noch zum zweiten Teil. Und zwar, ich habe die Beschreibung in dem Sinne gelassen. Allerdings der Upload-Plan ist jetzt ein bisschen umgestellt, und zwar wird es ab sofort nur noch 3 Parts Egglog die Woche geben, und zwar Montag, Mittwoch, Freitag. Es macht es für mich mit dem Aufnehmen leichter, weil 5 Parts am Stück aufnehmen ist für mich selbst zu viel. Da merke ich, beim 4., 5. Part ist mein Kommentierfluss nicht mehr so, wie er bei den ersten 3 Parts war. Deswegen setze ich das jetzt auf 3 Parts runter, das heißt, ihr kriegt nur noch 3-mal die Woche Egglog. Ich hoffe, das ist trotzdem okay, das heißt, 2 Videos gehen raus. Es hat sich prinzipiell alles ein bisschen umgestellt, das heißt, wenn ihr wissen wollt, wann was kommt, guckt in die Beschreibung, steht Uploadplan, und dann ist da ein Link, und dann könnt ihr gucken, wann was kommt. Und ich würde einfach mal sagen, wo wir das geklärt haben, gehen wir weg aus der Box. Denn was wir heute machen werden, wir werden uns die Devon Scope von dem guten alten Troy holen. Die stehen nämlich in Baumhaus City. Was ich noch gemacht habe, was ich euch noch sagen kann, ja, ich habe die Kommentare gelesen mit den Herzschuppen in Graffitport City. Und zwar hätten wir Lovie mit dem Knuddler. Die Lovie, die hat sich gedacht, ja, sie ist meine ganz Liebe, und die knuddelt jetzt einfach alle Leute durch. Jedenfalls habe ich mit der Herzschuppe Lovie den Knuddler beigebracht. Die andere Herzschuppe habe ich noch behalten, weil ich da noch gucken will, vielleicht kann ich das später irgendwann mal brauchen. Und wie gesagt, wir machen jetzt die Dingsbums. Wir holen uns die Devon Scope. Und zwar, da dann Kekleon kommen wird, leaden wir mal mit Marakamba. Wobei, vorher können wir uns noch Encounter holen. Wir können uns nämlich ganz viele Encounter auch holen. Nämlich nach dem Arena-Kampf werde ich wieder 3 Pokémon austauschen. Und zwar die Pokémon, die ich dann austauschen werde, sind Lovie, Cassie und wahrscheinlich Tmoss. Tmoss vorausgesetzt, es kommt ein anderes Wasser-Pokémon. Das Ding ist nämlich, Tmoss ist ja noch nicht so lange im Team, aber jetzt auch schon der 3. Orden. Und ich bräuchte halt auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon, vor allem weil jetzt demnächst auch die ganzen Wasserrouten und alles kommen. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon. Das heißt, Tmoss bleibt im Team, vorausgesetzt, vorausgesetzt, dass wir kein anderes gutes Wasser-Pokémon bekommen. Und ich glaube, Bälle müssen wir noch genug haben, oder? Das sind unsere Orden. Bälle müssten wir noch genug haben. Pokéball, Leuchtschirm, Premierball hätten wir noch. Wie viele Hyperbälle hätten wir? 20 Hyperbälle, das sollte für Kekleon noch reichen. Denn Kekleon ist ein Static Encounter, was bedeutet, wir kriegen den Encounter in Blütenburg City, den auf der Brücke und dann noch den normalen, den wir im Gras bekommen. Und da möchte ich an der erstmal vorbei. Ich möchte mir nämlich erstmal den Encounter für die Route holen. Und der Encounter für die Route ist ein, weil wir müssen natürlich auch wieder Eier züchten. Und zwar ein Duflo ist es, okay. Muss ich gerade mal nachgucken, Moment. Da ist die Liste mit den ganzen Eiern. Und keine Sorge, ich habe jeden, der mir Eier geschickt hat, aufgeschrieben. Wenn ihr bis jetzt nicht dran kamt, dann hattet ihr leider halt einfach Pech. Und Duflo ist sogar schneller und geht auf Megasauger. Damit kann ich aber leben. Und Hypnose geht natürlich daneben. Was kommt jetzt? Beschwörung. Was macht denn Beschwörung? Vor Volltreffern. Okay, ich kann. Und Hypnose geht wieder daneben. Er trifft natürlich, ne? Dummes Duflo. Warte mal, funktioniert es vielleicht, wenn ich einfach so mal einen Pokéball werf? Hyperball, go. Vielleicht bleibt der Duflo auch so drin, ne?
Eins, zwei. Nice, Duflo bleibt sogar so drin. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mal zurückrennen, und zwar in das Pokémon Center, sondern wenn wir einen Aufwecker haben, geben wir dann einfach Cassie. Das Kecleon kann Finte. Das Kecleon ist zwar an sich speziell defensiv ziemlich stark. Ich möchte allerdings trotzdem fangen. Jetzt haben wir aber erstmal einen Duflo und als unseren ersten Encounter. Dann aktivieren wir kurz auch mal einen Superschutz. Denn ich möchte nicht in noch mehr Pokémon geraten. Nicht in Granitstein, Superschutz. So, oh, verdammt. So, haben wir einen Aufwecker? Natürlich haben wir einen Aufwecker. So, Cassie, damit sie wieder aufwacht. So, gegen die ganzen Trainer möchte ich allerdings ehrlich gesagt noch nicht kämpfen gerade. So, deswegen gehen wir jetzt nämlich mal zu Troy und versuchen das Kecleon zu fangen. Weil wie gesagt, Static Encounter heißt Extra Encounter. Das heißt auch, es zählt, wenn ich den fange, darf ich mir zwei Pokémon suchen. So, jetzt geben wir einfach die Devonscope, jetzt überspringen wir mal alles. Wir kriegen jetzt hier nämlich auch noch, Dings, wir bekommen auch noch unseren Stein, unseren Megastein. Und da wir Flamly genommen haben, bekommen wir den Logogniten. Und interessant mal so die Devonscope zu sehen. Und jetzt können wir Kecleon sehen. Und es greift, warte mal, ich glaube, das Kecleon im Baumhausen City flieht. Wenn es flieht, dann haben wir natürlich Pech. So, Cassie. Wir müssen diesen Encounter fangen. Dann kriegen wir zwei neue Pokémon, okay? So, Hypnose. Trifft, danke schön. So, und Kecleon hat eine extrem gute Spezialverteidigung. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal auf eine Traumfresse gehen, dass zumindest wir wieder wach sind. Was heißt wach? Also, dass wir voll sind. So, und jetzt wird es auch zum Psychotypen. Muss ich nämlich aufpassen, das hat der Farbwechsel als Fähigkeit. So. Das heißt, wir werfen jetzt einfach mal einen Hyperball in der Hoffnung, dass er vielleicht so schon drin bleibt. Ich kann ihn nämlich jetzt nicht mit Finte angreifen, weil Finte würde ihn jetzt höchstwahrscheinlich töten. Deswegen gucken wir mal, es schläft und ist angeschlagen. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Haben wir Kecleon gefangen, kriegen wir zwei neue Eier. Die holen wir uns auch jetzt schon, bevor wir gegen die Trainer kämpfen, glaube ich. Oder sollen wir die Trainer hier kurz machen? Ne, komm, die machen wir jetzt irgendwann später. Nämlich nach der Arena werde ich erstmal die Wasserroute zwischen Dings machen. Zwischen Graffitport City, Faustor Hafen und Blütenburg City. Damit ich ein bisschen Training habe, aber vorher möchte ich halt die neuen Pokémon reinholen ins Team. Und wir behalten jetzt sogar die Devonscope, sehr gut. Und der Logoknit, okay. Wenn wir jetzt einen Flamly bekommen würden, dann könnten wir einen Mega-Logok haben. Und das wäre OP. Lass mich jetzt gehen, Troy. Flieg bitte weg. Dankeschön. So, nämlich jetzt können wir zurücklaufen. Trainer sollte er nicht kommen. Du müsstest mich in Ruhe lassen. Und jetzt kommt natürlich... Dreht die sich in dem Moment um? Perfekt, nee, tut sie nicht. So. Ist gerade das Licht ausgegangen im Hausgang. So. Irgendwie schlägt Outer City auch nicht wirklich groß aus. Ich muss da mal gucken, ob ich... meine Stimme da vielleicht später im Programm noch ein bisschen lauter machen muss. Wo ich ja eigentlich genau vor dem Mikro bin. Müsst ihr euch vorstellen, ich bin... Warte, wenn wir das Mikro dazu nehmen. So weit weg vom Mikro. Das ist... nicht viel. Das ist ein halber Kopf. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Duflo war, glaube ich, was für ein Level? 28? Die Pokémon werden wir aber, wie gesagt, was wir jetzt bekommen... Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. So. Duflo war Level 27. Okay, das erste, was schlüpft, ist Level 27. Und unsere Box ist jetzt voll. Und das zweite, was schlüpft, dürfen wir auf Level 30 trainieren. Oh, das hätte Antikraft gekonnt. Ach ja, Hansi. Und Nightsider. Okay, aber wir haben random.org natürlich schon offen. So schön, ne? Null und Present haben wir gerade irgendwas in Skype geschrieben. Aber wir generaten erstmal was, und zwar die Nummer 40. Die Nummer 40 gehört Cyber, haben wir von dem schon was? 36, 37, 38, 39, 40. Von Cyber haben wir auch schon etwas. Nochmal die 40 kam, wow. 114, sag mir bitte, dass wir da noch nichts haben. Wie ich gerade sehe, wir haben hier schon von jedem was. Das heißt, da muss ich auch gar nicht gucken.
Nochmal die 40, was ist los? Die 7. Von Lukas. Haben wir schon von Lukas was? Von Lukas haben wir noch nichts, perfekt. Dann setzen wir da mal ganz kurz Cassie hin. Und gucken wir mal, was der Lukas uns schickt. So. Ei schlüpft, ich kann in der Zeit Present kurz zurückschreiben. Ich würde sagen, damit haben wir unser Wasser-Pokémon, oder? Marmolida. Ach du Heilige. Und das Marmolida darf ich auf Level 27 trainieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Marmolida sein wollte. Moment. Ja, keiner wollte Marmolida sein. Dann gucken wir mal, wer ein Wasser-Pokémon sein wollte. Naja, natürlich. Ich würde sagen, es ist weiblich. Es ist männlich. Wow. Wer hat denn geschrieben, dass Wasser sein Lieblingstyp ist? Mal gucken, wen kriegen wir denn? Der Bob möchte gerne ein Wasser-Pokémon sein. Dann nennen wir uns Marmolida Bob, weil das passt, finde ich, auch ziemlich gut. Marmolida ist nämlich auch so ein richtiger Bob. So, und Marmolida wird auf Level 27 trainiert. Hat es dann irgendwelche coolen Attacken? Marmolida, unser Bob. Heilopfer. Ich weiß nicht, ob du... Aber Belebekraft und sogar ein Bold-Wesen. Krasser Scheiß. Ich weiß nicht, ob du Heilopfer draufgezüchtet hast. Wenn ja, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Attacke für so einen Run. Damit kann ich zwar irgendwas anderes komplett hochheilen, dadurch stirbt Marmolida allerdings. Das wäre nicht so cool. So, wir bringen jetzt aber Bob erstmal auf Level 27. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein Pokémon, was wohl ins Team reinkommt. Ich meine, hallo, es ist Marmolida. Es ist der Gayfish. Wasserring. Bringen wir mal bei. Und tun den Nassmacher weg. Ich glaube, Marmolida hat echt keinen guten Angriff. Es ist defensiv echt ein Monster. Vor allem, weil es bold ist. Aber offensiv haut das Ding, glaube ich, echt nicht wirklich rein. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem mal mit. Die Wasserdüse. Das Ding lernt Wasserdüse? Das ist ein Fisch. Der ist nicht mal schnell. Der hat direkt Lidschatten. Wie kann der Wasserdüse einsetzen? Naja, ich beschwöre mich mal nicht. Marmolida auch so ein Pokémon, was im RU ganz, ganz schnell in der GPL weggehen wird. Da könnt ihr euch sicher sein. Duplex-Sieb? Nö, brauchen wir nicht. Ich wüsste nicht mal. Wie setzt das Ding eigentlich Duplex-Sieb ein? Oder Abschlag? Es hat nur eine Flosse. Fehlt ja eigentlich nur noch Eisenschweif. So, Level 17 haben wir jetzt. Heilwoge. Nee, das ist, glaube ich, nur was von Doppelkampf. Das brauchen wir jetzt da nicht wirklich. Bob erreicht Level 18. So, wenn wir das auf Level 27 haben, dann werden wir auch ein neues Ei raussuchen. Schutzschild. Schutzschild ist immer ganz gut. Vielleicht finden wir irgendwann mal noch die Überreste. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Und tschüss, Heilopfer. Ich brauche dich wirklich nicht. Ist eine blöde Attacke für so einen Run. Ich muss mir vorstellen, jetzt Level 22 und schon 105 KP. Marmolida hat einfach so eine krass hohe KP-Basis-Wertsumme. Level 25. Aquawelle. Jetzt haben wir nochmal eine schöne Wasserattacke hier. Auf Wiedersehen, Pfund. Vor allem der Surfer wird ja auch noch dazukommen. Und Marmolida reicht Level 27. Perfekt. Können wir jetzt Marmolida mal in die Box legen. Und wenn wir nämlich das alles gemacht haben, dann können wir in die Arena gehen. So, Marmolida, du kommst erstmal zu den Pokémon hier. Kruppuck, dich tue ich mal darunter. Und jetzt gucken wir mal, Present hat noch nicht zurückgeschrieben. Wir generaten und bekommen die 102. Ja, die 102 gehört Adrian und von dem haben wir auch schon was. Das wäre nämlich das Ei, haben wir aber schon. Die 35 gehört Burak, von dem wir ja auch schon was haben, soviel ich weiß. Ja, von dem haben wir auch schon was. Die 7 schon wieder, die hatten wir, glaube ich, gerade auch schon. Das ist der Lukas, von dem hatten wir jetzt auch schon was. Richtig, so gerade ist ein 118, brauche ich gar nicht nachgucken. 75, komm schon. 75 gehört Brave Bird, von dem haben wir doch auch schon was, oder? 66, 72, 73, 74, 75, ja, haben wir auch schon. 56.
wird mein Tube. Von dem haben wir auch schon was. Ja, von dem haben wir auch schon was. Und zwar genau die 56. Die 48 wird Mette. 36, 42, 48 haben wir auch schon. Die Nummer 11 wird Linux. Von dem haben wir auch schon was. Die 84. Die 84 gehört Denise. Von der haben wir auch schon was, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist 84. Ja, von der Denise haben wir auch schon was. Die 39. Passi. Von der haben wir auch schon was. 49. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Paida. Von der haben wir auch schon was. Die 2. Der Gulliver. Bitte sag mir, dass wir für den Examen. Von dem haben wir natürlich die glorreiche 1 schon. 13 ist Penta. Von dem haben wir auch schon was. 43. 43 haben wir. Ist von Sverdis. Haben wir auch schon. Die 3. Gulliver haben wir auch schon. 117 haben wir schon. 12. Linux haben wir schon. 68. Ist von Yannick, bitte. 68, komm schon. 60, 66. 67, 68 haben wir noch nicht. Halleluja. Danke, Yannick, dass wir die 68 noch nicht haben. Jetzt können wir mal wieder in die Cam gucken. Tja, und was jetzt kommt, dürfen wir auf Level 30 bringen mit Sonderbonbons. Mal gucken, was es ist. Es ist... Oh mein Gott, ich liebe es gerade. Bitte hab Abschlag vererbt. Und was soll dieser? Und Drachentanz, bitte alles. Krebs. Es gab Leute, die ein Krebskor sein wollten. Und zwar, wen können wir da besser nehmen als denjenigen, der auch Krebutak als Profilbild hat? Und zwar den Feuerstern. Ich werde es allerdings zusammenschreiben. Ich hoffe, das ist okay für dich. Feuerstern. So, Feuerstern. Passt. Perfekt. Unser Krebskor. Und wir drin sind auf Level 30. Das heißt, es wird sofort ein Krebutak. Und wenn du jetzt coole Attacken hast, Krebskor. Bitte. Du hast ein neutrales Wesen, das ist okay. Abschlag, Drachentanz, Wasserdüse, Kraftkoloss. Halle fucking Luja. Wir haben Panzerhaut als Fähigkeit. Es ist, so viel ich weiß, nicht die normale Fähigkeit. Also nicht die versteckte Fähigkeit. Wir bringen es mal auf Level 30, bis er sich zu Krebutak entwickelt. Panzerhaut müsste, glaube ich, bleiben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir sind zwar jetzt immun gegen Volltreffer mit Krebutak, haben allerdings nicht Anpassung als Fähigkeit. Das ist schade. Ne, Härtner möchte ich nicht beibringen. Aber ich meine, hallo. Da kommt sowas von Krebutak ins Team. Mamonita kommt dann vielleicht ein anderes Mal, aber ich möchte ehrlich gesagt wirklich Krebutak ins Team nehmen. Aber wenn ich ihm dann Surfer beibringe, Krebutak hat immerhin 90 Base Spezialangriff. Das wird von vielen unterschätzt. Das kann man durchaus auch speziell mal spielen. Wollte ihn der GPL auch bringen. Ich hätte es im letzten Kampf gegen Parsi gebracht. Das Problem ist nur, es ging im letzten Kampf nur um die Meisterschaft. Und das ist doch eher ein Set, was ich nicht bringen möchte, wenn sich alles noch entscheiden kann. Vielleicht mal in GPL Season 1, auch wenn ich da Krebutak nicht möchte. Ich möchte nämlich kein Pokémon mitnehmen, was ich schon mal dabei hatte in der GPL. Schutzschild braucht man nicht. Deswegen möchte ich, werdet nicht erwarten, dass irgendein Pokémon, was bei mir in Season 1 dabei war, oder beziehungsweise in Season 2, auch in Season 3 dabei sein wird. Doppelschlag brauchen wir auch nicht. Denn das möchte ich verhindern. Wenn es natürlich so sein wird, dann kann ich es tun und dann brauche ich halt ein Pokémon gerade für die Position. Aber ich möchte selbst eher verhindern. So. Level 25. Level 26. Nachthieb, eine Unlichtattacke. Würde ich ihm eigentlich schon gern beibringen. Was können wir denn wegtun? Ah ne, wir haben ja einen Abschlag, stimmt. Wobei ich sagen muss, die meisten Pokémon hier haben ja nicht mein Item. Wobei aber Krebutak richtig, richtig gut wird für die Psycho-Arena. Weil die haben Items. Und jetzt entwickelt sich unser kleines Krebskor auch schon. Unser Feuerstern. Nach Krebskor. Eins meiner Lieblings-Wasser-Pokémon.
Kributag natürlich meine ich jetzt, aber Krebskur ist auch einfach durch ein Anime damals noch, als ich ihn aktiv geguckt habe, bevor ich ihn jetzt wieder mit Y angefangen habe, auch ein richtig cooles Pokémon. Und wir haben Krebutag. Lernst du nochmal eine Attacke? Sternschauer, okay, Sternschauer brauchen wir aber nicht. So, und damit haben wir jetzt einen Krebutag, unseren Feuerstern. Jetzt gucken wir mal nochmal, ob es auch wirklich bei Kampfpanzer bleibt. Wir gucken, Bericht und... Ja, es bleibt bei Panzer. Wir können zumindest mit Krebutag nicht weggecrittet werden. Das ist doch immerhin schon mal ganz schön. So Attacken wie Bergsturm oder Eisodem critten dann auch nicht, ne? So, wir packen jetzt das da aber noch hier rein. Nehmen natürlich unser Pokémon hier wieder mit. Unsere Cassie. Und gehen jetzt in die Flugarena. Können wir gucken, wir nehmen schon 10 Minuten, können wir jetzt noch in die Flugarena gehen. So, Presentier schreibe ich danach zurück. Nach dem Part. Wir gehen jetzt erstmal in die Flugarena. Mit wem liegen wir denn? Wir gehen in die Flugarena. Ich glaube, Garagenkind ist eigentlich ein ganz guter Lead. Lovey wird, glaube ich, auch mit und der Matchwinner im Arena-Kampf selbst. Und nein, ich möchte nicht nochmal Schutz brauchen, weil ich habe Schutz eingesetzt übrigens, damit ich quasi hinkomme immer hier. Ich muss ja nach Graffiport City gehen, um unten umzubenennen und so. Und deswegen, du musst das abhauen, ne? Du haust jetzt ab. Und du haust ab, stimmt's? Ja, erschrickt und flieht. Schade. Aber da oben ist eine TM. Ist da nicht davor auch nochmal eins? Und sag mir bitte, dass du kämpfen möchtest. Ne, möchtest du nicht, aber wir haben Strauchler gefunden. Das ist auf jeden Fall interessant. Brauchen wir jetzt allerdings für die Arena nicht. Die haben eh alle den Flugtypen. Können wir danach mal gucken, ob unser neues Team, ob da irgendwas Strauchler lernen kann. So, aber wir gehen jetzt natürlich erstmal in die Arena. So. Hier dann auch mal kurz einen Schluck. Ah, du hast gleich einen Schwalboss. Das Gute ist aber, durch den Stahltyp von Garagenkind haben wir eigentlich keine große Angst, viel Schaden zu bekommen. Vor allem, weil wir noch so Attacken wie Ladestrahl haben. Deswegen gehen wir mal auf Ladestrahl, mal gucken, wie viel das macht. Flügelschlag geht vom Schaden her. Ladestrahl kommt. Wie viel Schaden macht es? Nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Wie viel macht ein Klickdiskus? Ich hasse es, wenn Schwalbus Doppelteam einsetzt, ne? Aber Klickdiskus trifft zum Glück. Ja, da macht ein Klickdiskus mehr Schaden. Aber aus der Range sollte jetzt noch ein Ladestrahl ausreichen, vorausgesetzt wir treffen. Jetzt kommt ein Aeros. Macht nicht viel damit. Treff bitte! Natürlich nicht. Ladestrahl. Ladestrahl. Dankeschön. Und es sollte ausreichen gegen Schwalboss. Perfekt. Ja, jetzt kriegen wir den Boost. Wow, dankeschön. Den brauche ich jetzt natürlich. So, wie viele Erfahrungspunkte gibt es? 900 irgendwas. Und du hast noch einen Panzer-Aeron. Panzer-Aeron sollte, meine ich, auch nicht viel können. Wir können zumindest einmal noch Sternschauer, okay. Das macht 0 Damage, glaube ich. Ja, 5 KP. Ladestrahl kommt. Wir sind plus 1. Wie viel Schaden macht das? Nochmal Boost. Dankeschön. Verdoppelt Spezialangriff. Wir nehmen uns jetzt aber nochmal kurz hoch. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Supertränke. Ja, stimmt. Wir haben wieder welche gekauft. Weil Garagenkind wird noch schwer zu trainieren. Entwickelt sich, glaube ich, erst auf Level 8 oder 39. Und so als kleines Klick ist es nicht unbedingt Stachler. Jetzt fährst du aber die Taktiken hier aus, Alter. Hätte ich nicht von dir gedacht. Nochmal. Flügelschlag kommt. Ach, ne, Furienschlag. Wow. Treffer aber bitte nur zweimal. Da muss ich nach dem Kampf nicht extra heilen. Dreimal. Ja, okay, dreimal geht auch noch. Ladestrahl kommt. Sollte aber ganz knapp nicht ausreichen, oder? Ja. Ja, jetzt kriegen wir nochmal den Boost. Okay. Donnerschock sollte jetzt voll safe treffen. Und du triffst mich jetzt, wenn es geht, nur zweimal. Dankeschön. Und Donnerschock reicht voll aus. Gut. Hätte Klick wirklich ein bisschen mehr Spezialangriff, dann wäre das gut. Aber das ist wenigstens die Arena, wo ich Klick ein bisschen trainieren kann. Level Cap ist ab 35. Autonomie. Was macht nochmal Autonomie? Anwender trennt sich vom überflüssigen Körperteil und steigert seine Initiative stark. Sein Gewicht nimmt deutlich ab. Brauchen wir nicht, nö. Was ich später haben möchte, ist, wie heißt es?
Gangwechsel. Gangwechsel. Wann lernt das Ding Gangwechsel? Müsste ich nachher vielleicht mal gucken. So. Okay, Wiebke schaffen wir in dem Part nicht mehr. Aber was wir machen können, ist, wir können uns schon mal vorbereiten für Wiebke. Das heißt, wir machen jetzt die Arena einfach fertig. Das heißt, ich werde ein bisschen überziehen. Da ist ein Wablu, das ist okay. Wablu hat leider keinen Feentyp. Das wäre ziemlich cool, wenn Wablu den Feentyp hätte. Bodycheck. Wie setzt Wablu bitte Bodycheck ein? Das ist ein flauschiger Vogel. Und klickt das Gestrift. Oh, das wird knapp. Das reicht wahrscheinlich nicht mehr für nochmal für ein Two-Hit. Bodycheck wieder. Okay, reicht jetzt ein Klickdiskus? Glaub nicht, oder? Ah doch, Klickdiskus sollte ausreichen. Perfekt, okay. Das war Level 31, also hat er gar kein Pokémon mehr. Er hatte nur ein Wablu. Wie hast du es bitte? Mirabelle, oder wie hieß die? Wie hast du es bitte in die Arena geschafft als Trainer? Du bist Schande, würde jetzt jemand sagen. So, weiter geht's. Stimmt, hier geht's runter. Wir müssen hier aber hoch. So. Du möchtest noch kämpfen, sehr gut. Mal gucken, was du so alles hast. Du hast bestimmt einen Wingerl oder so, oder? Ein Dodo. Kann Dodo irgendwas, was mir Schaden machen könnte? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir gehen mal auf den Ladestrahl. Ein Furienschlag. Soll aber nicht viel Damage machen. Dreimal getroffen. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte das Ding überall vor. Wow. Ladestrahl kommt. Bitte auch den Boost. Dankeschön. So, und weil ich nicht weiß, was danach kommt, ich heile mich jetzt so oder so erstmal hoch und werde das Ding dann nochmal mit dem Ladestrahl rausnehmen, in der Hoffnung nochmal den Boost zu bekommen. Ich bräuchte mal eine physische Elektroattacke. Verfolgung. Okay, das ist okay, es macht wenig Damage. Furienschlag geht sogar mal daneben, wow. So, und jetzt gib mir ein bisschen nochmal den Boost. Dankeschön. Sind ja 50%, also kann man hier nicht sagen, es sind nur Hex. Und du hast einen Pelipo. Da ist es jetzt natürlich gut, dass ich plus 2 bin. Gehen wir nochmal auf den Ladestrahl. In Ruhe, du hast natürlich alle KP, du Idiot. So, und es reicht sogar für ein One-Hit. Perfekt. Und du gibst auch ganz gute Erfahrungspunkte. Für Klick, sehr gut. Level 31 sind wir jetzt gleich, Level 32. So, wie viele Trainer hat es denn hier insgesamt noch? Bist du schon der Letzte? Wenn du echt schon der Letzte bist, dann wäre das krass. Du hast einen Dodri, okay. Mal gucken, ob ich Tom jetzt besiegen werde. So, es hat keinen Sinn, auf Ladestrahl zu gehen. Pflücke. Macht okay einen Damage. Und natürlich geht mein Klickdiskus auch wieder daneben. Triplette. Okay, wir bekommen zumindest keine Statusveränderung. Wie viel macht Klickdiskus? Oh mein Gott, macht es wenig Damage. Aber ich vertraue in Klick. Pflücker kommt wieder. Das heißt, jetzt müssen wir uns hochhalten. Und Klickdiskus geht schon wieder daneben. Ernsthaft? Wie viel Pech kann. Wie viel Trefferquote hat Klickdiskus? 85? 90? Das ist jedenfalls traurig, wie oft es daneben geht. Und du kommst wieder mit der Triplette und komm, freeze mich bitte noch. Freeze mich. Uiuiui, Verfolgung. Klickdiskus trifft wenigstens. Danke. So. Ich würde halt jetzt auch gerne mal critten. Also einmal können wir jetzt noch auf Klickdiskus gehen. Und dann müssen wir wieder hochhalten. Akupressur. Mach jetzt nichts Falsches. Spezialangriff steigt. Bitte reich aus, bitte reich aus. Ich muss mich hochhalten. Ich möchte wissen, ob eine Triplette ein Two-Hit ist. Er hat gerade seinen Spezialangriff stark erhöht. Eine Triplette ist jetzt nochmal Akupressur. Spezialverteidigung, okay. Ich muss jetzt auf Donnerschock gehen, weil Donnerschock sicher trifft. Vorausgesetzt, ich komme durch. So, es macht nicht viel Damage. Komm durch.
Komm jetzt bitte durch. Akkupressur schon wieder, bitte. Jetzt aber komm durch. Angriff. Oh, 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 doch, Gott sei Dank. Dankeschön, Klick. Puh. 30 Minuten haben wir jetzt. So, Level 32. Und jetzt lern noch bitte eine wunderbare Attacke. Immer noch nicht. Okay, wir haben Björn aber besiegt. Das ist gut. Mit was fängt die nochmal an? Ich glaube, die fängt mit Schwalboss an. Da ist noch ein Trainer. Okay, dann Paraheiler, go. Und den einen Trainer darf Klick jetzt noch machen. So. Und danach gehen wir ins Pokémon Center. Und gehen dann vor bis zu Wiebke. Und werden die dann im nächsten Part machen. So, du hast einen Pelipper, okay. So. Wir können aber einmal auf Ladestrahl gehen. Auf so einen letzten Ladestrahl. Gegenstoß. Du machst mehr Damage, wenn ich zuerst angreife, deswegen muss ich vor dir keine Angst haben. Macht guten Damage. Wir bekommen den Boost, das heißt, Donnerschock wird jetzt ausreichen. Sehr gut. Und du gehst auf Ruheort natürlich. Ist das jetzt ein Two-Hit? Para? Oh, schade. Gegenstoß, okay. Aber das sollte jetzt nicht genug Damage machen. Perfekt. Und ein Donnerschock reicht jetzt aus, weil jetzt ist es vierfach effektiv. Gerade war es durch den Ruheort ja nur normal effektiv. Also, was ist normal? Also, sehr effektiv halt, ne? So. Wir leaden aber auf jeden Fall auch mit Klick. So. Das heißt, jetzt können wir runterlaufen. Kurz ins Pokémon Center gehen, unsere Pokémon heilen. Tränke haben wir auf jeden Fall noch genug. Wir haben noch Hypertränke, Kumu-Milch, Milchinen. Und Supertränke haben auch noch ein paar. Und im nächsten Part machen wir dann, ja. Wie heißt's? So schön und gut. Den Arenaleiter. Und werden danach unser Team austauschen. Dann seht ihr eine Überraschung, die ich schon auf Twitter quasi angekündigt habe, in Anführungszeichen. Warum gehe ich jetzt in die Box? Bin neben der Spur. Aber es wird angenehmer, wenn ich jetzt nur drei Parts hintereinander aufnehmen muss. Weil normalerweise habe ich immer drei Parts hintereinander aufgenommen. Und die anderen Parts habe ich dann an einem Tag nochmal machen müssen. Und wenn ich quasi jetzt die Wildfire-Kämpfe zusätzlich aufnehme, nehme ich 5 Videos am Tag auf. Oder beziehungsweise kann ich 5 Videos sonntags aufnehmen. Und habe dann quasi alle Videos mit Facecam für die Woche fertig. Weil sowas wie Name Origin oder so bleibt natürlich ohne Facecam. Vielleicht werde ich es irgendwann mal weitermachen, wenn ich einen Greenscreen habe. Aber das ist dann auch in ferner Zukunft in Essen dann. So. Jetzt lesen wir noch kurz das Arena-Rätsel und dann können wir auch endlich speichern, beziehungsweise den Part beenden. So. Genau. So. Das Rätsel war eigentlich, glaube ich, nie so krass schwer. Mal gucken, ob ich es diesmal auch hinbekomme. Easy going. Perfekt. Und hier ist Wiebke. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch den Part. Was mir gerade so einfällt, ich habe ja letzte Woche das Experiment gemacht und nach jedem Part immer gesagt, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Werde ich jetzt wieder lassen, weil hat es nicht wirklich so krass gebracht. Deswegen, das werde ich in Zukunft wieder lassen. Das war einfach mal ein Experiment, was ich ausprobieren wollte. Und sonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Weil Kommentare, da freue ich mich wirklich drüber. Und sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann, wenn ihr den wenn es bei euch jetzt ganz zufällig 1:30 ist und ihr den Punkt 1 Uhr geguckt habt montags, dann sehen wir uns in 3,5 Stunden zum Montags-FFA wieder. Beziehungsweise einfach um 17 Uhr zum Montags-FFA. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis dann und ciao.